Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite heute mit Seite 151. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du jetzt wieder durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Und danke, dass jeder Einzelne von uns eine Aufgabe haben darf in deinem Werk. Herr, die Israeliten sollten sich alle zu ihren Feldzeichen hinlagern, aber du, Herr, bist unser Feldzeichen und wir wollen ganz nahe bei dir sein, auch an diesem Tag. Wir bitten dich, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose Kapitel 1 bei dem Dienst der Leviten, die nicht für den Kriegsdienst in Israel gemustert worden sind. In Vers 53 lesen wir, aber die Leviten sollen sich um die Wohnung des Zeugnisses herlagern. Damit nicht ein Zorngericht über die Gemeinde der Kinder Israels kommt, so sollen die Leviten den Dienst an der Wohnung des Zeugnisses versehen. Und die Kinder Israels machten alles genau so. Wie der Herr es Mose geboten hatte, genau so machten sie es. Im Werk Gottes, in der Gemeinde Gottes, ist es wichtig, dass wir seine Anordnung ganz genau beachten. Genau so, wie er sie gesagt hat. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Die Kinder Israels sollen sich jeder bei seinem Banner und bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser lagern. Der Stiftshütte zugewandt sollen sie sich ringsum lagern. Das Heiligtum sollte im Zentrum des Volkes Gottes sein. Nach Osten, gegen Sonnenaufgang, soll sich die Abteilung des Lagers von Juda nach seinen Herrschern geordnet lagern und der Fürst der Kinder Judas nachschon, der Sohn Aminadabs, Samt seinem Heer und seinen Gemusterten 74.600. Als allererstes erscheint hier nicht der erstgeborene Stamm Ruben, sondern der Stamm, aus dem der Messias kommen soll. Judah, der größte Stamm, er soll mit zwei anderen im Osten lagern. Neben ihm soll sich der Stamm Isachar lagern und der Fürst der Kinder Isaschas, Nethanael, der Sohn Suas, samt seinem Heer und seinem Gemusterten. 54400 dazu der Stamm Sebulon und der Fürst der Kinder Sebulons Eliab der Sohn Helons samt seinem Heer und seinen Gemusterten 57400 alle die im Lager Judas gemustert wurden sind 186400 nach ihren Herrschern geordnet sie sollen als erste aufbrechen warum also Juda Isascha und Sebulon es sind die Söhne 4 5 und 6 von Lea. Und weil Judah eine so besondere geistliche Rolle hat und weil er auf den Messias hinweist, ist dieser Stamm hier das Oberhaupt, das alle diese beiden anderen mit zusammenfasst. Und sie stehen ganz am Anfang der Ordnung des Lagers Israel im, Ju äh, im, im Osten. Vers 10. Die Abteilung des Lagers Ruben soll sich gegen Süden lagern. Nach ihren Herrschern geordnet. Und der Fürst der Kinder Rubens, Elisur, der Sohn Schedeurs, samt seinem Heer und seinen Gemusterten 46.500. Neben ihm soll sich der Stamm Simeon lagern und der Fürst der Kinder Simeons, Shelumiel, der Sohn Suri Shaddai, samt seinem Heer und seinen Gemusterten 59.300. Jetzt haben wir den ersten Sohn. Leas und den zweiten Sohn, nämlich Ruben und Simeon. Und wir würden natürlich den dritten Sohn erwarten, Levi, aber der hat eine Sonderaufgabe. Und so sehen wir jetzt wieder in Vers 14: dazu der Stammgat und der Fürst der Kindergarts Eliasaf, der Sohn Reguils, samt seinem Herr und seinen Gemusterten, 45.056. Auch hier sehen wir, wie der Stammgat jetzt in die Rolle des Stammes Levi oder den, den, den den Platz des Stammes Levis einnimmt unter diesen Gemusterten. Alle, die im Lager Rubens gemustert wurden, sind 151.450 nach ihren Herrschern geordnet. Diese sollen als Zweite aufbrechen. Danach soll die Stiftshütte aufbrechen mit dem Lager der Leviten mitten unter den Lagern. So wie sie sich lagern, so sollen sie auch aufbrechen, jeder auf seiner Seite nach ihren Abteilungen. Das Heiligtum sollte, wie gesagt, im Zentrum des Volkes Gottes sein. Gegen Westen soll sich die Abteilung Ephraims lagern, nach ihren Herrschern geordnet, und der Fürst der Kinder Ephraims Elishama, der Sohn Armihuts, samt seinem Heer und seinen Gemusterten 40.500. Neben ihm der Stamm Manasse und der Fürst der Kinder Manasses Gamliel, der Sohn Pedasurs, samt seinem Heer und seinen Gemusterten 32.200. Und der Stamm Benjamin, und der Fürst der Kinder Benjamins, Abidan, der Sohn Gideonis, samt seinem Herr und seinen Gemusterten, 35.400. Im Westen sollten die Stämme, die von Rahil kommen, lagern, während im Osten und Süden die Stämme von Leha waren, mit der Ausnahme von Gad, der hier Levi ersetzt. Alle, die im Lager Ephrems gemustert wurden, sind 108.100 nach ihren Herrschern geordnet. Diese sollen als Dritte aufbrechen gegen Norden die Abteilung des Lagers von Dan nach ihren Herrschern geordnet und der Fürst der Kinder Dans Ahiesa der Sohn Amishadais, samt seinem Heer und seinen gemusterten 62700 neben ihm sollen sich der Stamm Asser lagern und der Fürst der Kinder Assers Pagiel, der Sohn Ochrans samt seinem Heer und seinen gemusterten 41500 dazu der Stamm Naftali und der Fürst der Kinder Naftalis Achira der Sohn Enans samt seinem Heer und seinen Gemusterten 53.400. Alle, die im Lager Danz gemustert wurden, sind 157.600. Sie sollen als Letzte nach ihren Abteilungen aufbrechen. Zum Schluss im Norden waren noch die drei übrigen Stämme ohne Gatt, der seine extra Rolle, beko oder seine extra -Rolle bekommen hatte als Ersatz für Levi. Die übrigen Stämme der Nebenfrauen von Jakobs unter der allgemeinen Führung. Von da an. Das sind die Gemusterten der Kinder Israels eingeteilt nach ihren Vaterhäusern. Alle Gemusterten der einzelnen Lager nach ihren Herrschern sind 603.550. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, dein Werk ist so groß und deine Gemeinde so komplex. Und du hast einen Plan, wie sie ganz geordnet vorangehen kann. Herr, hilf uns zu verstehen dass wir dann gehen, wenn du uns rufst, dass wir nicht alle uns an die Spitze stellen wollen, sondern dass jeder seinen Platz einnimmt, so wie du es dir wünschst, und dass wir geordnet vorangehen Richtung Kanaan. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.